Also für alle, die jetzt noch nicht so viel mitbekommen haben, weil das Bild nicht schön war, wir sind im Zellmodus bei dem Spiel Spore und es geht weiter. Spezies benennen. Wie nennen wir uns? Wir nennen uns Babiana. Bestätigen wir und weiter geht's. Also für alle, die jetzt vorhin in der Zellenphase angefangen hat und nicht so viel gesehen haben, ihr habt jetzt nicht viel verpasst. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Einschlag des Kometen jetzt gesehen. Aber jetzt geht es jetzt immer in der Zellenphase. Und wir müssen uns wacker durch die Schichten fein. Das wird sich bald auf, wir haben ja nur die Farbe geändert. Wir haben noch gar keinen verteidigen. Können wir ja wieder loswerden. Geht es schon? Haben wir da schon einen Kopf oder sowas? Ah, yeah. Das ist so. Sehr schön. Ja, so lassen wir es. Richtig interessant wird es natürlich. Phase, wenn wir dann so. Hallo, hallo. Ah, da müssen wir hin. Da gibt's noch. Das hier, ach du Schande.
Super. So, nun starten wir mal mit Gift. Wo tun wir das am besten hin? Hier hinten wäre es cool, ne? Ja. Das hier machen wir so. Ja. Das sieht cool aus. Augen machen wir. Aus, oder? Die Farbe. Ein bisschen mehr blau. Und kann man so lassen. Ja. Kann man so lassen. Lassen wir so. Okay. Weiter geht's. Gerade komische Bildstörungen. Ich hoffe, das betrifft nur den Stream, nicht das Video, dann da unten steht. Weil ich werde das Video jetzt als Video auf jeden Fall hochladen. Thank you.
hatte in einem anderen Spiel, hatte ich mal tatsächlich Verteidigung, Stromstöße verteilen. Was ich übrigens auch spannend finde, ist, wenn wir irgendeine Eigenschaft aus der Zellenphase wirklich bis ins Raum, die Raumfahrtphase mitnehmen. Also wirklich von Anfang an. Gestorben. Ha. Und weg. Und da sind wir wieder. Aber bevor es weitergeht, wird doch mal den Entwicklungsstufe machen. Zwar werden wir die Schilleigenschaften mal verbessern. Interessant, weil da das Thema Tierhaltung so ganz anders
Große weite Welt zu erobern, die wir auch weiterentwickeln. Das bedeutet, wir können in der Zellenphase bleiben, weiter schwimmen, oder wir können uns jetzt diese Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellenphase an.
Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Und hier sehen wir, oh, wir sind ein paar Mal gestorben. Wir sind in Generation 6. Und wie viel Zeit ist vergangen? 700 Millionen Jahre. Babiana hat sich weiterentwickelt. Pazifisten stießen die Delta-Phase ab, ohne eine andere Kreatur zu eliminieren. So, damit haben wir die Zellenphase abgeschlossen. Und wenn wir die Zellen, wenn wir den Urschlamm, den Schlamm, also durch die Ursuppe verlassen, brauchen wir natürlich den langen Beine und Hände. Und das machen wir jetzt. Wasser verlässt. Wir sind in der Kreaturenphase. Metaphyta vertreiben. Metaphyta. Das sind übrigens unsere Mitkreaturen.
wie auf Pano. Sind wir auf Pano gelandet? Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Das Evolutionsrennen hat begonnen. Willkommen an Land. Du bist nun eine Kreatur, umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Fortschritt. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt an. Sie füllt sich, wenn du Verbindungen mit anderen Spezies eingehst oder dafür sorgst, dass sie aussterben. Gehen wir nun zu deinem ersten Ziel. Hier stehen deine Ziele. Wie du siehst, ist Nahrung für dich überlebenswichtig. Schauen wir mal, wie man sich umsieht und Nahrung findet. So, wir haben die Zellenphase hinter uns. Wir sind in der Kreaturenphase. An dieser Stelle wollen wir uns, für heute auf diesem Livestream verabschieden. Es geht im nächsten Stream dann weiter in der Kreaturenphase. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gut, im Live waren jetzt nicht so viele dabei. Aber wie gesagt, das ist der Anfang. Verabschiede mich. Bleibt neugierig. Und wir speichern natürlich. Ja. Kreaturenphase freigeschaltet. Hiermit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, für alle, die wir heute frei haben, einen Blue Monday. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt, wenn das Video online ist, mal in die Kommentare, kennt noch jemand, Spore, spielt es noch jemand? Habt ihr vielleicht Ideen, wie was auf Planet Barb so alles sich entwickeln soll oder in welche Richtung das Spiel gehen soll? Also da bin ich für Ideen und Vorschläge natürlich offen. Wenn nicht, schaut einfach zu und genießt und entspannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.